Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Ragnar Mod 6 im Nether mit Yogi. Hello, Krian. Ich bin noch nicht im Nether, beziehungsweise ich war gerade kurz im Nether, aber ich habe noch das dringende Bedürfnis, mir ein paar Pfeile mitzunehmen. Auf welche Höhe muss ich im Nether für das Netherite? Was brauchen wir? 13 bis 16. 13 bis 16, okay. Irgendwie da so in dem Dreh. Also ich laufe auf 13 gerade rum und hau von 13 bis 16 alles weg. Ich könnte auch meine Map einblenden, da steht es ja auch, ne? Steuerung J war meine Map, glaube ich. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Netherrack an den Wandering Trader verkauft, weil ich habe die ganze Zeit weiter gefarmt, während Yogi an der Oberfläche rumgegammelt hat. Ja, ich habe nur hart gegammelt. Und der hat mir ein Stack Emeralds gegeben und er hat einen Deal gehabt. Für 4 Ancient Debris kriege ich 5 Netherite Scrap, deswegen habe ich hier 5 Scrap Shards im Inventar. Das habe ich natürlich direkt angenommen, weil das heißt, ich muss eins weniger suchen. Und Ja, ich das bin habe ich jetzt natürlich wieder in meiner alten mit Mine hier. Kusshand angenommen. Und außerdem haben wir da nochmal durchgeguckt. Also die Idee ist jetzt, ich brauche jetzt noch ein Ancient Debris. Dann kann ich ein Supreme Machine Frame machen. Der wird gebraucht für eine Reihe von verschiedenen Sachen. Bis wir dann zu einer Miniaturization Crafting Maschine kommen, die sehr cool ist. Die hat ein cooles Ding, das habe ich an einem anderen Server gespielt. Richtig gut. Macht Spaß, sieht gut aus. Und Sieht dann gut kommen wir aus nämlich auch langsam noch. aber sicher weiter. Aber dafür brauche ich halt noch ein Ancient Debris. Osmium, nehmen wir mit. Ich meine jetzt hier großflächiges Farming. Das Gute ist, der Rucksack stopft ja immer Essen nach. Vielleicht soll ich das nicht unbedingt machen, weil ich sonst noch in Lava falle. Was bist du? Aluminium. Ich nehme dich auch Also mit. ich weiß nicht, ob das stimmt, aber für mich ist, glaube ich, der schlauste Weg an Chunk Border entlang zu gehen. Weil soweit ich weiß, spawnt Ancient Debris häufiger an Chunk Borders als in der Mitte von einem Chunk. Wie sieht denn der Scheiß aus? Ancient Debris. Mhm. Das fällt auf. Also wenn du es siehst, es ist kein Ore. Es hat so einen Block, der quasi Textur hat, Okay. richtig mit rein, dunkleres, ja, was ist das? Metallisch. Okay. Also du erkennst es, wenn du es siehst. Okay. So, jetzt haben wir hier dummerweise einen kleinen Besuch von Lava. Das heißt, wir werden jetzt hier den Chunk Border entlang laufen. Basaltkohle. Nehme ich natürlich auch mit. Achso, man sollte die richtige Taste drücken, dann wird das auch was. Ich habe natürlich auch offscreen geguckt, ob es andere Crafting-Methoden. Also ich weiß, dass es diese Methode mit Immersive Engineering gibt, um zwei Ancient Scrap aus einem Debris zu holen. Aber das konnte man nicht machen, weil wir nicht diesen riesen Turm gebaut haben. Dazu war ich zu faul. Und wir hatten, glaube ich, auch nicht genug Stahl. Und es gibt noch eine andere Methode, aber dafür brauchen wir auch diesen Supreme Frame. Das heißt, ich kann ihn quasi erst machen, wenn ich das Zeug sowieso schon gemacht habe. Dumme Zwischenfrage oder vielleicht auch nicht. Spawnt das Ancient Debris in allen Nether Areas? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Also ich gehe am liebsten ins Wasteland. Ich bin gerade in den Basalt-Deltas und nicht, dass es das hier einfach nicht gibt und ich hier Ich umsonst bin. glaube schon, dass es überall spawnt, aber gefühlt finde ich es am ehesten noch im normalen Wasteland. Okay. Wobei es hier so viele Biome, extra Biome gibt. Keine Ahnung, wie sich das alles verhält. Scheiß Obsidian hier nervt halt ein bisschen. Hallo, mitnehmen. Dankeschön. Oh, Lava. Stopfen wir einfach mit Obsidian zu. Ha! Bin ich noch auf 13? Ja, ich bin noch auf 13. Sehr schön. Ich meine, wir könnten natürlich auch mal in ein anderes Gebiet gehen. Oh, hier ist noch ein Tod. Dass man vielleicht. Wir gehen mal zurück. Toll, wir kommen natürlich hier nicht hoch, super. Weil das durch das. Die Basaltdeltas sind hier gefüllt mit Obsidian und das nervt halt ein bisschen. Wahrscheinlich wäre es am schlausten gewesen, Betten zu machen.
Zum Wegexplodieren? Bin kein großer Freund davon, das zu machen. Ja, aber was ist, wenn du einfach unsere Special-Taste drückst, in der du durchfarmst? Dann mache ich überall Riesenlöcher rein und muss dann Berge und Täler Ah, besuchen. das ist Also Ancient deswegen Debris. gehe ich lieber die Dinge entlang. Das hätte ich einfach mal hart übersehen. Ich hab eins. Also, es gibt's auf jeden Fall auch hier. Oh, da kommt Lava reingeflossen. Das ist ein bisschen Halleluja. blöd. So, wo ist. Hier ist der nächste Waypoint. Scheiß drauf, ich setze einen eigenen Waypoint hier hin. Ich habe jetzt keinen Bock, da zurückzugehen. Ancient Tunnel. Keine Ahnung. Ja, ein bisschen brennen schadet nichts, wenn wir unseren Skull einstecken. Jetzt machen wir mal die Chunk Borders wieder aus. Ja, passt ja so. Zack. Die ballern wir rein. Dann schmelzen wir jetzt erstmal die Millionen Eisen, die ich mitgenommen habe. Damit Sehr wir schön. unsere Eisenvorrat ein bisschen erhöhen. Passt da alles auf einmal rein? Nein, tut's nicht. Aber wir können direkt rauspumpen. Die Rest hier rein, dass wir das direkt mitnehmen. Die nehmen wir mal mit. So wollte ich das nicht. Dann brauchen wir 8 Gold für unsere 8 Depree. Kohle mitgebracht. Dann machen wir die und die. Bumm. So, dann machen wir jetzt, gehen wir erst da drüben das Zeug vorbereiten. Das war falsch. Den machen wir weiter runter, weil der weniger wichtig ist. So. Hier wollte ich hin. So, hier habe ich nämlich alles vorbereitet, was man braucht, um die Schritte zu gehen. Wir brauchen zunächst einmal diese ganze Geschichte. Und zwar in der Dissolution Chamber Nummer hier. Zack, 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 zack. Das macht uns jetzt die eine Geschichte. Dann nehmen wir die hier und gehen hier in die Pink Slime Chamber. Dann kriegen wir den nächsten Schritt. Und dann kommen wir nämlich an die Supreme-Geschichte ran. Supreme, Motherfucker. Halleluja. Komm, mach hin. So, Nummer 1. Dann müssen wir hier hin. Nummer 2. Und dann kommen wir hier zum letzten Schritt und dafür haben wir das Ancient Debris gebraucht. Und das Ethergas, wovon wir jetzt immerhin schon 2,15 Eimer haben. Und das in 2 Wochen. Wir haben vor 2 Wochen zuletzt aufgenommen, gell? Korrekt. Aber der Server war nicht an. Also. Richtig, also wollte gerade sagen, also ich meine, wenn der nicht an ist, ne, passiert natürlich nichts. Ja, der andere Server, auf dem ich zocke, der ist halt immer an. Ich meine, wir Deswegen. können, weiß nicht, wie das für die anderen Server dann aussieht, wenn wir den hier durchlaufen lassen, aber. Nein, das wäre aber auch dumm, weil wir machen ja im Prinzip. Wir haben ja keine Maschinen, die laufen und wo halt Sinn Nee. ist. Bei dem Das anderen ist man halt stimmt. auch häufiger drauf als hier. Weil der Ja. andere Server wird da von anderen Leuten noch genutzt, weil es ein Ja. Community-Server ist. Ja. Dementsprechend läuft der dauernd, damit eben jeder drauf kann, wenn er drauf will.
Und nicht einer von uns immer wieder an, aus, an, aus, an, ausmachen muss. Das macht ja auch Sinn dann. So, irgendwo Und bin weil ich falsch. Alex das so eingerichtet hat, dass es funktioniert. Genau, ich meine, da Das großes ist das Danke an der Stelle Wichtigste. mal wie immer an Alex, dass er das Ja. macht. Und ich sage, ohne So. das wären wir servertechnisch aufgeschmissen. So, Steel-Casings haben wir gesagt. Oben in der Truhe links hinter meinem, bei meinem Kopf da, ne? Sind 4 Stück noch drin auf jeden Fall. Das ist ein Sheet Metal. Brauchen wir Sheet Metal? Nee. Brauchen wir das Steel Casing, war es, gell? Steel Habe ich Casing da nicht auch brauchen wir. Steel Casings drin? Nee, kannst du ja nicht haben, Steel Casing, weil dafür bräuchtest du ja diesen Machine Frame, den ich gerade erst gemacht habe. Ah, okay, nee, ich dachte, ich hätte Steel-Dinger und Metall-Dinger schon drin. So. Was war jetzt der primär? Also, Supreme Machine Frame haben wir, Steel Casing, um dann zum Metallurgic Infuser zu kommen. Richtig, wir brauchen erst den Metallurgic Infuser. Genau, den müssen wir mit dem ersten Frame herstellen. Das ist wichtig. Dann Metallurgic. Wenn man das mit L macht, ist das sogar noch geiler, habe ich gehört. So, Ja, geht das hier das. auch, dass man, wenn man A drückt, dass das dann links gespeichert wird? Wie geil ist das denn? Was? Man kann Sachen speichern? Das ist sehr gut, ja. Wo muss ich A drücken? Auf das, was du, also welches Ding du Ah, dann haben habe ich das links willst. in diesem Schnell. Oh. Ja. Kann ich die da auch wieder rauslöschen? Ja, indem ich nochmal A Drauf drücke. und wieder A drücken, ja. Oh, Technik, So, Kria. Steel Casing, Steel Cable, Steel Plate. Habe ich davon nicht schon irgendwas vorbereitet? Hier ist ein Steel Plate. Hier ist ein Steel Cable. Ja, aber ich habe alles vorbereitet, was ich haben wollte. Für den Fall, dass ich endlich dieses beschissene Ding kriege. So, Steel Casing. Jetzt fehlen mir nur noch 4 Osmium, 2 Redstone. Ach. Ja, du musst ganz kurz. Ich muss mal pennen. Gute Nacht. Die. Ah, ich habe ganz vergessen, Musik im Hintergrund anzumachen. Das ist da. Damn, son. Normalerweise lasse ich immer Musik im Hintergrund laufen, weil Minecraft ist nicht so. Durchgehend musikaffin. Was lässt Ja. du da laufen? Einfach nur irgendwelche 12 Hours of Free Background Music, Copyright Free Music for Creators and Streamers, April Edition von The Relaxed Movement. Oh, das hört sich gut an. Da muss ich auch mal gucken, weil mich stört das Link auch unten immer. in der Videobeschreibung. Ah, Link in der Videobeschreibung. Da muss ich beim Kreieren noch mal in Ja. die Videobeschreibung schauen. Mache ich immer. Ich hau immer die Videobeschreibung rein. Hast du immer Muss hast man du? ja quasi machen. Ja, hört sich ja auch an. Ist Wenn man da was anstrengend. free nutzen kann, dann muss man das auch. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn du wirklich allen Cobblestone verkauft hast, hätte ich dich umgebracht, weil ich brauche 8 Cobblestone, 16 Nein, ich habe Cobblestone noch ein für Bi zwei Dinge. bisschen habe ich ja noch übrig gelassen. Ich hab's gesehen. Ich meine, sonst hätte ich einmal in die Wand gehauen für dich. Das hätte ich gemacht. Ja? So, wir haben Metallurgic Infuser. So. Dann war es der Advanced Control Circuit. So. Advanced Control Circuit. Das ist der hier, gell? Ja. Den machen wir aus dem Alloy. Dafür brauchen wir den Metallurgic Infuser mit Redstone und Eisen. Okay. Dann speichern wir uns das hier ein und wir speichern uns das hier ein und wir speichern uns das hier Das ein. heißt, wir brauchen aktuell brauchen wir kein Ancient Debris mehr. Hier theoretisch, keine Ahnung. Okay. Vielleicht, ich weiß nicht. Also, ne, wahrscheinlich brauchen wir es früher oder später auf jeden Fall nochmal, so ist es nicht, aber. Dann wir noch mal hier Eisen rein. Es macht einfach zu sehr Spaß mit dieser Taste. Show me all your minerals. Hör Haben └└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 └������������������└└└└������������������������============������������►
Gewohnheit sieht, dass der inzwischen über eine Minute für ein Backup braucht. Ja, wir sind ein bisschen groß vielleicht mittlerweile. Huch, da kommt Lava. Okay, also. Das heißt, ich brauche im Prinzip Redstone, Eisen, Osmium. Ja, Redstone, Eisen und Osmium brauche ich. Dann gönne ich mir hier mal einen Stack von Osmium. Haben wir gar nicht so viel. Aktuell zumindest. Solium. Gönnen wir uns mal hier so ein paar Blöcke von dem Eisen. Könntest du mal aufhören zu brennen? Es reicht langsam. Das brauche ich. Erstmal schnell das Inventar leer räumen. Von dem ganzen Unrat, der sich hier jetzt angesammelt hat. Ja, das ist sehr ratsam, den Unrat zu entfernen. Den haben wir noch, dafür haben wir noch keinen Teil für die Emeralds. Ups. Hör auf, in Lava zu schwimmen. Hör auf, in Lava zu schwimmen. So, das sind alles Ores. Müssen wir da drüben reinballern. Die Emeralds habe ich immer noch in dieser Kiste, die hinten an unserem Storage steht. Ja, ich war, da habe ich es auch erwartet. Okay. Weil wir dafür kein eigenes Ding gemacht haben. Genau. Ein ist das hier hinten? So, wir haben ja hier gar keinen Flint mehr, weil wir Flint ja da drüben haben. Deswegen wollte ich ja nicht hier auch noch ein Flint-Ding haben. Komm, machen wir den mal auch im großen Stil weg. So, nehmen wir hier mal gerade das Eisen mit, was da drin ist. Unser Bambus wächst. Ja, der wächst unaufhaltbar, würde ich fast sagen. So. So. Give it to me, aha, aha. Wir haben hier noch Eisen. Scheiße, also scheiße, scheiße, Eisen scheiße. Rein. Theoretisch könnte mir dann ein bisschen Osmium mal reinhauen. Haben wir hier Osmium? Aluminium, Osmium-Ohr. 56, siehste. Ja, ich glaube, das haben wir bis jetzt ja auch noch nicht wirklich benutzt. Ja, aber jetzt brauchen wir es. Ja, ist ja gut. Deswegen nehmen wir immer alles mit. Das hat ja schon ein System manchmal was wir tun. Nicht immer, aber immer öfter. Dich. Wieder eins zu hoch. Kann okay, dann können wir den jetzt drüben einmal anschließen. Ich habe fast alle Sachen jetzt hier rausgeholt, die raus sollen. Hier ist noch Osmium, hier ist noch Redstone ohne Ende. Ach ja, gutes altes Redstone. Kommt genug. Eisen, Redstone, Osmium, alles andere kommt hier rein. Wir haben kein Soulstone, Kabel. Du bist voll, deswegen. Ja, wollte gerade sagen, das kann eigentlich. Ich hätte mich auch gewundert, wenn wir das nicht gehabt hätten. Ja. Eben, deswegen. Weil wir haben eigentlich jeden Müll haben wir eigentlich. Richtig, also mülltechnisch sind wir. Ne? Also. Recycling Hof ruft an. 2 Block und 4 Ingots bleiben übrig. Dann werden wir schnell 4 Ingots hier rausholen. Damit das genau aufgeht. Ich habe mal einen großen Raum. Vielleicht ist hier noch irgendwo was versteckt. Ein bisschen ancient. Nicht noch dieses. Ja,
Wir nur ein bisschen gucken, dass die Lava nicht von oben eindringt. Ja, nehmen wir die Diamanten halt auch mit, wenn es sein muss. Mein Gott. Vier. So, als nächstes kommt dann Osmium rein. Ui. Davon haben wir auch einiges. Okay, dann gehen wir jetzt rüber und setzen die Maschine an. Wir machen uns dann langsam aber sicher den Fortschritt nach vorne machen. Ja, ich würde dann als nächstes tatsächlich Richtung Storage gehen. Machen wir das hier oben hin? Ja, oder hier oben hin? Bauen wir die Maschine hier hin und bauen die in Anschluss noch für Strom von unten an. Die Stromkabel. Universal Kabel hier. Aber gut, was da so weiter passiert, das erfahren wir nächste Folge, weil diese Folge ist schon wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, hau rein und bye bye. Auf Wiedersehen.